Am 16. Juni feierte der Argus Schwerin e.V. die Einweihung eines lang geplanten Projektes, den Neubau eines Sportgebäudes mit Wasserbewegungsbecken. Laut Volker Tremel, Geschäftsführer des Argus Schwerin, entstand die Idee bereits vor 7 Jahren. Die Nachfrage der Vereinsmitglieder nach Angeboten für Wassergymnastik ist ihm zufolge hoch. Es ist im Grunde ein Traum wahr geworden. Wir haben ein großes Defizit gehabt an Wassermöglichkeiten, wo man Wassergymnastik betreiben kann. Wir haben ja in Schwerin das Problem gehabt, dass wir von 2 Schwimmhallen auf 1 reduziert haben. Und der Bedarf ist einfach riesig. Wir hatten also ungefähr 500 Menschen, die wir in der Woche in der Wassergymnastik hatten. Und wir hatten eine Warteliste von über 200 Leuten. Und da haben wir gesagt, wir müssen was tun. Das Becken ist 1,35 Meter tief und damit nicht zum Schwimmen, sondern für Gymnastik geeignet. Insbesondere für Reha- und Seniorensport bietet die Halle optimale Bedingungen. Das heißt, für Menschen, die nicht mehr so beweglich sind, ist das eine sehr gute Form, um verschiedene Bewegungen ausführen zu können, um die Koordination zu stärken, die Kraft, die Ausdauer. Und das ist insbesondere beim Reha-Sport eine sehr wichtige Geschichte. Seit Januar wird im Neubau schon trainiert. Wöchentlich wird das Bewegungsbecken von 50 Gruppen genutzt. Insgesamt machen rund 1.100 Menschen in Schwerin Wassergymnastik. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Der Bedarf an so einem Wasserbecken ist einfach riesig gewesen. Deswegen haben wir uns ja gemeinsam auf den Weg gemacht. Das Land hat großartig unterstützt. Dann ein Sportbund, da haben wir Fördermittel bekommen. Aber auch vor allem die private Wirtschaft hat hier mitgeholfen. Auch viele private Spender, der Verein. Und von daher ist es ein tolles Gemeinschaftsprojekt. Und es zeigt, was in dieser Stadt auch möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Die größte Hürde, die Finanzierung. Der Verein investierte insgesamt 2.150.000 Euro in die Wassergymnastikhalle. Dabei wurde der Argus Schwerin vom Land, dem Landessportbund und regionalen Unternehmen unterstützt. Unter anderem den Stadtwerken Schwerin und der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Volker Tremel bedankte sich bei allen am Bau, der Planung und Finanzierung beteiligten Akteuren.